Wir Grüne sagen dagegen, nein, der Atomausstieg ist eben nicht der Endpunkt. Er kann lediglich der Anfang sein für eine neue und nachhaltige Energiepolitik, sprich für die eigentliche Energiewende. Atomausstieg und Energiewende, das sind für uns Grüne zwei Seiten einer und derselben Medaille. Und das ist der Unterschied zwischen grüner Politik und der ganz großen schwarz-gelb-roten Koalition, die eine Energiewende bis heute blockiert. Sei es die Kürzung der Solarförderung, sei es die stupide Fixierung auf die Braunkohle. CDU, FDP und SPD eint, dass sie Energiepolitik ausschließlich als Wirtschaftspolitik definieren, als eine Politik für die großen Konzerne. Wir Grüne setzen andere Prioritäten, Nachhaltigkeit, Klima- und Ressourcenschutz und die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Also, andere Parteien reden vielleicht von der Energiewende, aber keiner außer uns will sie wirklich machen. Und da muss man vielleicht mal festhalten, wir Grüne haben nicht jahrzehntelang gegen Atomkraft demonstriert. Wir sind nicht nach Gorleben gefahren, um jetzt zuzugucken, wie schwarz-gelb-rot die Energiewende an die Wand fährt. Wir wollen mit der Energiewende jetzt beginnen und am besten gleich vor Ort. Und damit wären wir beim Thema Berlin, beim Land Berlin. Hier regiert ja mit Rot-Schwarz eine Koalition, die den Eindruck vermittelt, als müsse sie beim Stichwort Klimaschutz im Fremdwörterduden nachschlagen. Und die bisherige Regierungsbilanz gibt wenig Anlass zur Hoffnung, dass sich daran in den kommenden Jahren noch etwas substanziell ändert. Überall dort, wo wichtige Entscheidungen für Berlin anstehen, begegnen wir einer schwarz-roten Koalition im Schlummermodus. Die Zukunft von Tegel vertagt. Die Zukunft des ICC vertagt. Die Zukunft der S-Bahn vertagt. Die Zukunft der Berliner Liegenschaftspolitik vertagt. Vertagung, das ist die Methode Rot-Schwarz. Wir haben es also in Berlin mit einer angeblich großen Koalition zu tun, die sich aber noch nicht einmal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen kann. Stattdessen heißt es im Senat, in der Koalition, in den Parteien der Koalition, alle gegen alle. Da arbeitet die Fraktion gegen den Senat, die Partei gegen die Fraktion, der eine Koalitionspartner gegen den anderen. Gut, zugegeben, auch wir Grüne sind bekanntlich ein diskussionsfreudiger und mitunter streitlustiger Haufen, aber im Vergleich zu dieser SPD-CDU-Koalition sind wir die reinen Harmoniebolzen. Ja, kann auch sagen, weshalb ich das so sehe, und zwar auch im Hinblick beispielsweise auf unsere Fraktion. Mein neuer Amtskollege von den Piraten hat ja unlängst gesagt, als es um die Bewertung seiner eigenen Fraktion ging, diese Bewertung sei nicht zitierfähig und musste sich dann im Nachgang entschuldigen. Was ich sagen will, ist zitierfähig, und entschuldigen muss ich mich, glaube ich, auch nicht, wenn ich jetzt behaupte, liebe Fraktionärinnen und Fraktionäre, ihr macht euren Job alle zusammen richtig gut. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube nicht nur, die Fraktion macht ihren Job gut und muss ihren Job gut machen, auch wir als Partei haben uns in Berlin viel vorgenommen. Ihr wisst, vor uns liegt ein Debattenprozess, den wir im Januar beschlossen haben. Das heutige LDK, die heutige LDK zum Thema Energie, ist, wenn man so will, ein erster Aufschlag. Vor einigen Tagen habt ihr vom Landesvorstand einen Brief an alle Mitglieder erhalten. In diesem Brief machen wir Vorschläge, wie wir uns diesen Prozess in den kommenden Monaten vorstellen, wie wir diesen Prozess weiterführen wollen. Dabei, ich will es noch mal sagen, ist entscheidend für uns, dass ihr euch einbringt und die Frage, was ihr politisch bewegen wollt. Wir hoffen und wir glauben, gemeinsam werden wir Berlin verändern. Vielen Dank.